So, willkommen zurück. Nächste Folge Distant Kingdoms. Ich muss erstmal hier 1000 Nachrichten wegmachen. Ja, liegt halt immer noch daran, dass wir keine Werkzeuge bekommen. Ich weiß nicht warum. Ah, das ist immer noch das größte Problem hier. Sind wir nicht auch gerade noch in der Erkundung? Ja, wir kämpfen. Ach nee, das ist das Orc Settlement. Seht ihr, das müssen wir eigentlich auch nochmal verbinden. Brrr, komm ich da hin? Alter, ich muss durch einen Tunnel, um durch einen Tunnel zu kommen. Und da sind's. Alter, wie viele Bären habt ihr denn? Puh. Ja, na gut, dann machen wir erstmal die Verbindung. Wird uns einiges kosten. Was ist das hier? Going for gold. Schön. Na, Geld brauchen wir ein bisschen. So, da kommen wir raus. Blups. Na komm, gehen wir einfach hier am Kartenrand lang. Und da, okay. Dann haben wir jetzt also die Verbindung zu den Orks. Cold Shelf. Ja, wir scheißen einmal auf Kohle. So. Mann, warum geht denn das hier nicht? Kohle, ich bräuchte theoretisch Eisen, damit ich hier selber nochmal welches herstellen kann. Also Tools. Kohle? Wo ist denn hier Eisen theoretisch? Das ist Marble. Auch unfassbar groß hier. Marble? Das sieht aus wie Eisen. Nee, das ist Stein. Und ich... Doch, das habe ich auch schon freigeschaltet. Alter, wer bist du denn? Aha, das ist Eisen. Das ist Kohle. Sag mal, wie sieht denn Eisen aus? Was ist denn das eigentlich für ein Monsterwald hier hinten? Tja, frag mich mal einer. Scheiße, Alter. Das gibt's doch nicht. Gibt's hier eine einzige Eisenader nur? Ne, hier unten war, glaube ich, noch einer. Hier ist nochmal Eisen. Aber das bringt mir auch nichts. Das ist ja noch weiter weg. Und ich kann die schlecht den Berg runterschubsen. Naja, gut, immerhin die Arbeitsplätze haben wir alle. Was ist das hier? Kann man eigentlich auch jagen? Also ich weiß, dass es später auch Fischen geben soll. Broken Bill. Also später soll man auch fischen können. Sag mal, die Jungs? Warum sind die denn wieder zurück? Das ist auch nicht normal. Ich glaube, das liegt auch an dem Ladebildschirm. Also immer, wenn man neu lädt, dann ist die Mission quasi zurückgesetzt. Auch ungeil. Sag mal, bringt doch mal bitte hier so ein paar verschissene Steine an. So, ich hoffe, dass jetzt keine übersprungenen Frames dabei sind. Gab kein Update seit gestern. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. So. Ach super, Eisenhalt gefunden. Oh, ich habe irgendwas gebaut. Oh, ich baue was. Ja! Ja! Es geht! Nach Jahrhunderten. Oh, super. So, Trade Route. Route Route. So, neue. Sind hier die Tools? 816? Nee, ja. So, von da nach hier. Wir sammeln mal 100 ein. Und schmeißen 100 raus. Hallo? 100. So, akzeptieren. Machen wir. Weg. Ja, das würde ich lassen. Ich würde trotzdem hier schon mal... Ach, das ist der Marktplatz. Ein paar Kurierer einstellen. Alter, selbst der hat schon wieder 10 Pending Quests. Unglaublich. Naja, gut, aber immerhin haben wir jetzt den Marktplatz und... Achso, apropos Marktplatz, dann können wir den hier nämlich abreißen. Ja, ja, ich weiß. Und was ist jetzt los? The bare minimum. Weaver. Ja, hier machen wir Maintenance on Weavers. Ja, Bilanz immer noch plus 35, das ist gut. Arbeiter müssen wir gucken.
Ja, na super, endlich. Magic Locks. Achso, da hat wieder irgendeiner die ganzen Häuser zugemacht. So, auf was gehen wir denn? Shared Knowledge, Goldsmelter, ja. Was? Achso, ist schon drinne. Ah ja. Jetzt müssten aber auch die Minen und sowas gebaut werden. Und wir können den, ja, Goldsmelter bauen. Lassen wir einfach mal einen Platz. A potential threat. Ah, schon wieder der Drachen. Nee, hat mir beim letzten Mal überhaupt nichts gebracht. So, wir bauen hier nochmal eine Reihe Häuser hin. Also wenn ich sage eine Reihe, meine ich natürlich zwei Reihen. Alter, wie viele Events auf einmal auch passieren. Chicken Chaser. Ja, komm. Können wir mal ausgeben. So, dann erkunden wir weiter. Sports Day. Alter, 300. Für Happiness. Ja, komm. Machen wir 120. Und die Häuschen stehen. So, was war das? Da brennt's. Gut, da wäre die Feuerwehr. Alter. Ah, sehr gut. Aufgelevelt und erkundet. Da ist immer noch der Troll. Der Foreman. Ja, für einen Monat kann ich mal ruhig ein bisschen zurücktreten mit den Jobs. Extremely confident. Ach, Kacke. So. Kommt mal zurück. I need you. Mach mir mal das hier bitte frei. Da unten. Da wohne ich. So. An was mangelt's denn? Am Holz. Was ist denn mit euch? Ihr müsstet eigentlich ohne Ende produzieren. So schön, dass der Bäcker schon mal am Start ist. Sehr gut. So, dann kann ich nämlich hier nochmal kurz meinen Fehler rückgängig machen. Kann ich eigentlich auch hier mehrere? Nein, ach, jetzt habe ich das Falsche gelöscht. Oh. So. Da haben wir Kohle. Aber Kohle produzieren wir ja theoretisch auch hier hinten. Da haben wir Marble. Und hier ist Stein, ne? Genau. Wer holt denn das eigentlich ab? Ach, das mittlere Lagerhaus hier. Sehr schön. Ja, mangelt an Holz. Weil ich drei Holzfäller einfach hier habe. Und die schaffen es nicht, Holz zu generieren. What? Deer Stampede. Minus 80 Holz. Ah, komm, scheiß drauf. Sind denn die Jobs alle besetzt? Sind sie. So, ich brauche den Goldsmelter für die Bibliothek. Steine. Komm, wir graden hier nochmal ein bisschen was ab. Zack. Hm, Marble. Ma, nicht wirklich. Tools hätte ich auch noch. Komm, zack. Nochmal drauf. Und da brauche ich Gold. Gut, haben wir nicht. Verstehe nicht, warum ich keinen Mana mehr mache. Och man, ein Holz. Sehr gut, Goldmine steht. Oh, da brauche ich Citizens für. Wieso kommt denn ihr da hinten nicht ran? Okay, dann muss ich nochmal eine Reihe Häuser hier hinsetzen. Gott, Alter, ich mach mich so tot mit Häusern. Oh. Halt, was ist jetzt los? Speichern. Übersprungene Frames aktuell erst 0,3%. Super.
Aber ich habe hier Dekoration, oder? Ja. A Baker's Dozen. Ja, komm, Geld haben wir. Können wir denn hier mal hinbauen? Ein Crane. Naja, oder auch nicht. Mailbox. Large Roses. Aber wir können ja einen Busch nochmal dazwischen setzen. Nein, ach Mann. Gibt's hier noch? Ein Pond. Ah, der ragt halt auf die Straße. Der große Pond. Ich baue das hier. Wobei das auch scheiße aussieht. Ein so ein hässlicher Barrel. Das sieht auch so nach nichts aus. Naja, gut. Haben wir. So, Felder. Ich habe ja extra hier hinten das so gebaut, dass man es ransetzen kann. Achso, bis zu 6, ne? Stimmt. La, 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 la. Na, dann bauen wir es so. Ah, Kohle am Start. Jobs alle besetzt. Jobs alle besetzt. Wie sieht's hier hinten aus? Ja, da fehlen die Citizens. Mal hier ein kurzes Upgrade auf die nächste Stufe. Kann man nochmal erhöhen. Und die Jungs erhöhen wir auch nochmal. Dann brauche ich noch eine Gatherer's Hut. Und zwar hier hin. So, Dodgy Dealings. Ja, komm, investigieren. Was heißt denn Investigation? Ermittlung. Ermitteln wir mal, so rum. Kann ich hier nicht mal so einen großen See hinsetzen? Offen. Was soll denn hier noch eigentlich? Sack? Stone Fountain? Tool Sheet? Okay. Wo ist denn der große See? Da, Pond 2. Ach, das ist auch so ein kleiner. Ach Gott, die sind ja beide so mickrig. Der Brunnen? Ist auch nur so eine 1. Crane. So, können wir hier noch einen Busch reinsetzen. Und noch ein. Boah, sieht das scheiße aus. Das erkennt man überhaupt nicht. Oh, was jetzt? So, Auto Regrow. Du auch, du auch, du auch. Super. Läuft. So. Okay, hier mangelt es an Steinen. Mann, ich habe keine Steine. Hallo. Ja, ist aber alles voll besetzt. Hier auch. Ja, alle Jobs sind besetzt. Ach, na gut, dann erkunden wir noch ein bisschen. Komm, wir gehen hier unten den letzten Schritt. Da müssen wir, glaube ich, wieder durch den Tunnel durch. Ja, Bären haben wir genug. Marble haben wir. Alter, wir haben einfach 885 Tools mittlerweile. Dann können wir das hier auch mal wegmachen. So, 150 Steine. Wer zum Henker sammelt denn diese Steine hier ein? Das kann ja nur der sein. Oh. Dungeon. The adventurers have come across a rune.
It looks to be an ancient temple condemned to fall apart thousands of years ago when the gods left this world. Perhaps Neri, goddess of life and balance, and creator the orcs? Fehlt da nicht ein Wort? Of the orcs, oder? Once resided here. Nature has taken over, the ruin is covered in moss, and it looks like some local wildlife has made its way inside. Na gut, dann gehen wir mal rein. As the adventurers head inside, one of them manages to trigger a carefully cast intruder alert spell that has been sitting dormant for millennia. Courage ensues, a loud wailing fills the temple, and a bright white light nearly blinds the party. Before them, a stone tablet materializes. It tells the party that they must prove their courage by betting a troll before they are allowed to continue. Muss ich jetzt den Troll töten? Aber hab ich nicht Trolltang? Na gut, ich hab Scholar. Attempt to negotiate with a tablet. To the surprise of just above everyone, negotiating with the mysterious tablet actually worked. The party is allowed to continue. Achso, dann ist der Troll wahrscheinlich der Letzte, den wir dann bekämpfen müssen. Able to leave that bizarre stone tablet behind them, the adventurers venture further into the ruin. They come to a long corridor, though it is seemingly guarded by Gnome of all things. Jetzt ist meine Codierung wieder überlastet. Aber wir haben Barbarian. Wieso habt ihr denn nur noch drei? Hattet ihr nicht mal vier? So, squish it, it's only a Gnome. With just one swing of a rather large hammer, the gnome is reduced to a rather gruesome splat on the ground. Messy, but effective. The adventurers continue onwards. Der arme Gnome, da ist er nur noch ein Fleck. So, ich habe immer noch nicht einen einzigen Stein zum Goldsmelter gebracht. Schön. Overjoyed about getting past the gnome, the adventurer delve deeper into the ruin. Not long passes before they reach their next obstacle, a vase doorway blocked by overgrown branches and vines. Könnt ihr denken, ich habe alle Fähigkeiten irgendwann mal hier aufgelistet, aber es gibt einfach noch so viele mehr. Cut away the foliage oder burn it away. Hab ich echt keinen mit Feuermagie? Ich brauche einen Pyromanen dafür. Okay. Na, gucken wir mal. The oddities in this place continue. The vines spring to life and attempt to strangle the party. In the struggle, one of the adventurers drops a vial of mana, releasing a mist that kills the vines. That was lucky. Naja, Glück gehabt. Hat also gepasst. Und was mangelt es denn hier? An Steinen. Natürlich mangelt es an Steinen. Temple of the Neri. Also auch kein schönes Bild. The adventurers, glad to leave those vines behind, continue on their trek through the temple. They find themselves facing two heavy-looking wooden doors, they left having smoke slipping out from under the door, and the right having frost. Super. Komm ich wieder nicht weiter. Schon wieder Pyromane. Gut, dann machen wir Frost. Opening the door, smoke billows out, billows, ist richtig, out from the hallway, followed by an immense heat. It doesn't take long for it to overwhelm the party, forcing them to backtrack. Super. Dann machen wir das mit dem Pyromanic. Opening the door, a sharp frosty air powers out from the hallway. It doesn't take long for it overwhelm the party, forcing... Oh, scheiße. Ja, leider nicht geklappt. Ärgerlich. Ganz ehrlich, wer... Hier sind einfach 100 Steine drin und niemand holt die ab. Ich mache mal Priorität hoch. Wieso kostet denn das mehr? Okay, jetzt kostet es auf einmal weniger. Der Dwarf. Kann man denn eigentlich sagen, wer hier arbeitet? Nee, ne? So. Die produzieren sich dumm und dämlich und kein Mensch holt die Steine ab. Ich mache jetzt hier Prio 4 drauf. Sag mal, bringt da die Scheißsteine... Hier sind doch 900 Steine drin.
Ah! Ah, ja, ich verstehe das Problem. Na super. Super! Also von hier nach hier müssen wir Steine bringen. Oh, Quatsch, nicht Marble. Was ist denn jetzt los? So, Fleisch, 100... Eigentlich muss alles da rein. So, jetzt noch irgendwas übrig. Marble kommt da auch rein. So, super. Und einmal alles abladen. Es muss alles in das große Lagerhaus. So, zack. Akzeptieren, akzeptieren. So, jetzt müssten hier auch Steine und sowas ankommen. Schafft das eigentlich ein Händler oder müssen dafür immer jeweils, also pro Ressource ein Händler? Ach, endlich gehen die Steine mal raus. Weil das Ding auch rotzevoll war, ne? Ach, scheiße, Alter. Gut, dann können wir hier Prio wieder auf 2 machen. Huch. 800? Kommen jetzt hier Steine an? Also immerhin ist die Mühle jetzt fertig. Jetzt produzieren wir immer mal ein bisschen Brot. Hallo? Ach, jetzt kann ich die scheiß Mühle schon wieder nicht anwählen. Hallo, Mühle! Gut, sind denn alle Jobs? Ja, sind sie. Ja, okay, die Steine kommen an und das Lagerhaus müsste sich leeren. Ah, die Tools können auch ruhig drin bleiben. Wie gesagt, der Rest kann alles raus. Es muss alles in das große Lagerhaus hier, Alter. Das Ding ist schon halb voll schon wieder. Ach so, schaffen wir doch noch zur heutigen Folge die Bibliothek. Das ist doch super. Was bringt mir das eigentlich? Offering Review, Refuge for Scholars and Bookworms alike. Okay, keine Ahnung, was mir das bringt. So, die Magiergilde. Setz mal den Fokus. Library wird mit L geschrieben und kommt einfach hier hin. Zack, was braucht es? Scheiße, es braucht Gold? Ist ja egal, dann baue ich die hier hinten hin. Aber hier haben wir eh Gold-Ingos. Knall ich die jetzt einfach mal hier hin. Weil hier müssen wir eigentlich alles zusammenkriegen. Was mangelt es denn an Arbeitern? Alter! Ach du Scheiße! Braucht ihr auch Kohle? Ja. Schade. Oh. Aber Kohle habe ich ja. Ach so, ein Glück. Was produziert ihr? 5 wahrscheinlich, ne? Aus 5 Goldklumpen werden 5. Wieso macht man aus 5 Goldklumpen 10 Gold? Barren. Ah ja, sind halt Zwerge, ne? Habe ich da eigentlich Orks mittlerweile? Ne, Orks habe ich 0. Ah, die Verbindung habe ich doch, oder? Sehr gut. Library wurde gebaut. Seid ihr angeschlossen? Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich kann auch hier einfach mal so eine kleine Orksiedlung bauen. Ist jetzt auch nicht so wild. Wir bauen ein... was beugen? Scheiße, ich muss mit denen anfangen. So, was ist hier los? Chased out. Ja, ja, okay. So, das war der Marktplatz. Dann ein kleines Warenhaus. Der erste Lumber. Hervorragend. Ist das hier verbunden? Ja.
der erste Lumber und eine Gatherers Hut, aber oh ja, das ist ja perfekt hier. Hallo? Na, eigentlich ist es egal, wo ich das baue. So, Auto Regrow. Und die ersten Häuser. So, ist nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber egal. Das ist auch ganz ultra kacke, aber naja. So, well, und obwohl, da könnten wir eigentlich ein Tor hinmachen. Portal. Na gut, bauen wir es dahin. Und das kommt raus. Machen wir es hier hin. So, Magiergilde, fertig. Ach, scheiße. Ach, ich habe die Grundvoraussetzung gar nicht. Ich muss erstmal Holz hier hinbringen. Na gut, das machen wir gleich. Ja, meinetwegen. Gut, so, erstmal Magiergilde. Habe ich eigentlich nicht. Genau, die Orks habe ich auch. Damit kann ich Whisky herstellen. Alter, Noble Tears. Oh, wir sind gleich am Ende. Krass. So, High Rise. Alter. Alles klar, High Rise. Das machen wir aber morgen. Dann werden wir nämlich die Orks, also die kleine Orkstadt hier aufbauen. Und wir werden, Marble, wir werden High Rise machen. Das ist relativ schnell erledigt. Ja, und dann können wir fette, große Häuser bauen. Ich bin gespannt. So, herzlichen Dank, bis morgen. Ciao, tschüss.